gesehen, Twilight, das ist sie. Sekora. Applebloom, ich habe dir verboten, den Namen zu erwähnen. Ich habe gesehen, wie sie hierher geschaut hat. Mit ihrem bösen Blick. Und deshalb flippt ihr gleich aus? Es gibt doch keinen Grund. Wie bitte? Es gibt keinen Grund? Seine Nächsten zu beschützen ist für dich kein Grund? Stell dir vor, meine Schwester hat Sekora nur in die Stadt kommen sehen und schon zitterte sie auf allen vier Hufen. Gar nicht! Also habe ich sie hierher gebracht. Ich bin aber selbst gelaufen. In Sicherheit. Applejack, ich bin doch kein Baby. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Nicht, was die schreckliche Sekora betrifft. Sie wirkt irgendwie unheimlich. Und finster. Und gruselig. Könnt ihr bitte damit aufhören? Seht euch doch mal die Streifen an. Viel zu grell. Sie ist ein Zebra. Ein was? Ein Zebra. Und ihre Streifen sollen nicht modisch sein, Rarity. Sie wurde damit geboren. Damit geboren? Ich habe hier noch nie einen Pony mit Streifen gesehen. Außer sie. Nun, offensichtlich ist sie nicht von hier. Und sie ist auch kein Pony. Ich habe gelesen, dass Zebras aus einem weit entfernten Land kommen. Ich habe sie auch noch nie in Ponyville gesehen. Wo sie wohl wohnt? Das ist es ja. Sie lebt im Wald der ewigen Magie. Spike! Tut mir leid. Der Wald der ewigen Magie ist so unheimlich. Die Pflanzen dort. Die Tiere sind auf sich allein gestellt. Und die Wolken bewegen sich. Auch von ganz allein. Und diese böse Zauberin Sekora lebt dort und macht grauenhafte Sachen. Sie ist furchtbar böse. Ich habe ein Lied über sie geschrieben. Oh nein, nicht schon wieder. Sie verflucht dich gern mit Hexerei. Nee, Teufelste, denn Schätzchen, als siehst du zu tief in ihre Augen, wirst du in einer anderen Welt sein. Sie wird dich in die Irre führen, dann in ihrem Kochtopf brühen. Doch will sie dich gleich fressen und dich in ihre Märchen spielen. Wow, das geht rein. Naja, ist noch in Arbeit. Ich schätze, das sind nichts als wilde Gerüchte. Könnt ihr mir auch erzählen, was Sekora wirklich tut? Was habt ihr gesehen? Also, einmal im Monat kommt sie hierher nach Ponyville. Dann streicht sie an den Läden vorbei. Oh Mann! Und dann scharrt sie mit ihren Hufen auf dem Boden. Oh, wie grauenhaft. Okay, tut mir leid. Aber was ist daran böse? Vielleicht will sie hier jemanden besuchen. Ja, vielleicht will sie in der Nachbarschaft Freunde finden. Und vielleicht schleicht sie auch nicht vor den Läden herum, sondern geht lieber rein. Schleichfrei. Vielleicht will sie shoppen gehen. Ja, alle Ponys gehen doch gerne shoppen. Also wenn ihr mich fragt... Applebloom, sei still, wenn die großen Ponys reden. Ich bin aber auch ein großes Pony. Und wieso scharrt sie andauernd mit ihren Hufen? Du musst zugeben, dass das schon etwas merkwürdig ist. Vielleicht gräbt sie nach irgendwelchen unschuldigen Kreaturen. Es gibt bestimmt eine...